Erstmal unsere Vision für 2050 oder vielleicht auch 20, wie auch immer. Die Berliner Verbraucherinnen sind souverän und kompetent durch die digitale Welt. Sie achten auf Privatsphäre und Sicherheit, ob bei der Kommunikation, in sozialen Netzwerken oder beim Einkaufen. Die Politik sorgt mit guten Bedingungen für einen Umgang der Berlinerinnen mit digitalen Plattformen und stellt nicht kommerzielle Alternativen für die wichtigsten digitalen Werkzeuge bereit. Im Rahmen der finanziellen Kompetenz, die Berliner Verbraucherinnen haben gut vorgesorgt. Sie verfügen über einen optimalen Versicherungsschutz, der ihre persönlichen Bedürfnisse ideal berücksichtigt und ihre privaten Daten dennoch verantwortungsvoll behandelt. Egal, ob es sich um Kredite oder ethisch-ökologische Geldanlagen handelt, die Berlinerinnen gehen selbstsicher und kompetent mit ihren Finanzen um und wissen, dass sie im Zweifelsfalle nur auf unabhängigen Rat vertrauen können. Trotz unsteter Erwerbsbiografien und geringem Einkommen sorgen sich die meisten Verbraucherinnen nicht vor Altersarmut, denn sie wissen, wie sie die beste Vorsorgeform für sich finden und nutzen diese so gut wie sie können. Im Rahmen der Verbraucherbildung fühlen sich die Berlinerinnen und Berliner sicher und in ihren Konsumentscheidungen gut informiert. Starke Institutionen überwachen die Märkte, schreiten bei Gesetzesverletzungen ein und warnen Verbraucherinnen vor unlauteren Angeboten. Die Berliner Verbraucherinnen kennen ihre Rechte, denn unabhängige Stellen bieten Informationsangebote für alle Altersgruppen und alle Bedarfe an, sodass in der Bevölkerung eine gute verbraucherrechtliche Grundbildung vorhanden ist. Das hat auch gesellschaftlich integrative Wirkung, denn Verbraucherinnen können so in Berlin als starke Marktteilnehmer auftreten und souveräne, kritische und nachhaltige Konsumentscheidungen treffen. Ja, was sind die Hindernisse, die wir sehen, die Herausforderungen? Die Digitalisierung ist einfach ein komplexes und sehr interdisziplinäres Thema. Sie schreitet extrem schnell voran, getrieben durch multinationale Konzerne, kleine Start-ups und Verbraucherwünsche. Daher ändert sie auch laufend ihr Gesicht. Unter diesen Umständen ist es für die demokratischen Prozesse und die öffentliche Verwaltung nur sehr schwer möglich, eine gute Public Governance im Bereich der digitalen Plattformen und einen angemessenen Regulierungsrahmen zu entwickeln. Vorsorgethemen wie Altersarmut wirken immer bedrohlich. Sie erscheinen kompliziert, schwer verständlich und gerade für Geringverdiener insgesamt sinnlos. Dies gilt insbesondere für Berlin typische besondere demografische Mischung aus vielen Solo-Selbstständigen, prekär Beschäftigten und einem großen Mindestlohnsektor. Bisher fehlt die öffentliche Wahrnehmung des Themas als besonderes Berlin-Problem. Entsprechend erhält es in der Landespolitik nach unserer Auffassung zu wenig Aufmerksamkeit. Auch die Zielgruppen selber wissen zu wenig über ihre Möglichkeiten zur Gestaltung ihrer Altersvorsorge und werden nicht entsprechend zielgerichtet aufgeklärt. Für eine wirksame Marktüberwachung und eine systematische Verbraucherbildung bedarf es ausreichender Ressourcen, die nur von öffentlicher Seite bereitgestellt werden können, denn die Unabhängigkeit der vermittelten Informationen und die genaue Marktbeobachtung und gegebenenfalls auch die Sanktionierung kann nur von ausreichend qualifizierten und nicht ökonomisch motivierten Institutionen gewährleistet werden. Viele Elemente müssten deshalb hier zusammenwirken, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Von einer guten technischen Ausstattung der Schulen über gesetzliche Rahmenbedingungen bis hin zur zuverlässigen Ausstattung des Verbraucherschutzes. Ja, was sind die wichtigsten Punkte, die unserer Meinung nach bis 2026 umgesetzt werden sollten? Erstens, die unabhängige Verbraucherbildung in Berlin wird mit ausreichend finanziellen Mitteln ausgestattet und in den entsprechenden Institutionen verankert. Dabei werden alle Altersstufen und besonders empfindliche Verbraucherinnengruppen berücksichtigt. Insbesondere im Bereich der Schule ändert sich einiges. Verbraucherbildung wird ein eigenes Schulfach. Alle Anbieter mit wirtschaftlichem Interesse werden aus Schule und Unterricht ferngehalten. Eine werbefreie Schule. Die technische und räumliche Ausstattung der Schulen muss praktische Bildungseinheiten erlauben, von der Ernährung bis zu digitalen Formaten. Zweitens, die Berliner Landesregierung startet ein Aktionsprogramm zur Abwehr der drohenden Altersarmut von vielen Berlinerinnen und Berlinern. Ziel ist es, den Betroffenen Mut zu machen, ihre Altersvorsorge selbstverantwortlich zu organisieren und ihnen gleichzeitig mit unabhängiger Beratung, Aufklärungsmaterialien und auch digitalen Bildungsformaten Wege in eine sinnvolle Vorsorge aufzuzeigen. Motto des Aktionsprogramms könnte sein: Vorsorge für jede Berlinerin, jeder Berlinerin ihre Vorsorge.